Wie geht es Ihnen? Mir ging's vermutlich schon besser. Mein Kopf. Keine Sorge, es ist alles okay. Sie haben nur eine kleine Gehirnerschütterung. Noch ein paar Stunden Ruhe und Sie sollten wieder topfit sein. Haben Sie die Typen schon erwischt? Welche Typen? Na, die, die in meiner Kabine waren. Davon weiß ich nichts. Aber darum liege ich doch hier. Sie liegen hier, weil Sie mit dem Kopf gegen eine Tür geknallt sind. Wohl eher umgekehrt. Ich laufe doch nicht einfach so aus Langeweile gegen Türen. Wir sind auf einem Schiff. Da kann man durch eine größere Welle schon mal aus dem Tritt kommen. So ein Humbug. Man hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Und was ist mit den Typen, die in meiner Kabine waren? Was für Typen denn? Frau Jordan hat erzählt. Frau Jordan? Wer soll das sein? Katharina Jordan ist ebenfalls Gast an Bord. Ich glaube, sie ist gerade dabei, zusammen mit dem Kapitän das Protokoll für die Versicherung auszufüllen. Ach, tatsächlich? Wo? Ich nehme an, im Restaurant. Aber ruhen Sie sich doch erstmal ein bisschen aus. Sie können dann ja später... Mich ausruhen? Ja, das kann ich in der Tat später tun. Jetzt will ich erstmal wissen, warum diese Schnepfe überall herum erzählt, ich würde in meiner Freizeit gern gegen Türen laufen. Auf die Erklärung bin ich aber gespannt. Und dann kam also diese Welle und Frau Kalenko ist gegen die Tür geknallt? Sie sollten sich jetzt besser ganz genau überlegen, was Sie antworten. Oh, Frau Kalenko, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Geht es Ihnen besser? Wir sind gerade dabei, den Unfallbericht aufzunehmen. Und Frau Jordan war so freundlich. In der Tat, Frau Jordan ist so unglaublich hilfsbereit. Und sie erzählt so gern. Ob ihre Geschichten dabei den Tatsachen entsprechen oder nicht, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ich verstehe nicht. Frau Kalenko, Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt strikte Bettruhe verordnet. Das könnte Ihnen so passen. Ich wüsste nur gern, warum Sie solche Lügen erzählen. Hat man Ihnen als Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Ganz ruhig. Sie scheinen sich von dem Schlag an den Kopf noch nicht ganz erholt zu haben. Immerhin bin ich geistig noch klar genug und kenne den Unterschied zwischen die Tür an den Kopf geknallt bekommen und gegen die Tür laufen, womit ich Ihnen ja deutlich was voraus habe. Sind die Schmerzen immer noch so schlimm? Ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was wahre Schmerzen sind. Aber, meine Damen, ich schlage vor, wir verschieben den Bericht auf den nächsten Aufenthalt im Hafen, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Aber... Ich denke, ein bisschen Ruhe könnte Ihnen beiden ganz gut tun. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt beide erst einmal in Ihre Kabinen. Genießen Sie die Kreuzfahrt und wenn es Ihrer und unserer aller Entspannung dient, dann gehen Sie sich in den nächsten beiden Tagen etwas aus dem Weg. Ich werde ja wohl noch... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Ja? Das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kalypso. Warum erzählt diese Katharina Jordan so einen Mist? Entweder sie will sich unglaublich wichtig machen oder... Wo ist denn eigentlich meine Handtasche? Das kann doch echt nicht sein. Hier verschwinden ja mehr Sachen als im Bermuda-Dreieck. Hier wird ja wohl keiner reinmarschieren und meine Handtasche klauen. Andererseits, irgendjemand war gestern in meiner Kabine. Und vielleicht hat diese Katharina Jordan auch einen sehr guten Grund dafür, dass sie so sinnlose Geschichten über meinen angeblichen Unfall erzählt. Aber warum sollte sie in meine Kabine einbrechen und meine Handtasche klauen? Und da war ja auch noch diese männliche Stimme. Egal, ich werde sie mal auf meine dezente Art danach fragen. Vielleicht gibt's ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber bevor ich mich bei Frau Jordan blamiere, sollte ich auf jeden Fall erst beim Portier nachfragen. Ja, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, die Handtasche ist weg und der Koffer wurde geöffnet, glaube ich. Endlich habe ich meinen Koffer wieder. Ach so, sind zwar keine allzu persönlichen Sachen drin, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich gewesen. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Den Bikini werde ich auf jeden Fall mal zurück in den Koffer legen. Okay. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Gut, den Bikini scheint sie allerdings nicht mehr zu brauchen. Flauschig. Max fand, dass mir Baseballmützen nicht stehen. Vielleicht mag ich sie deswegen so gern. Mein Hausschuhersatz. Nicht sonderlich hübsch, aber ich mag sie. Schön weich und flauschig. Flauschige Socken darf jeder gebrauchen.
Gut. Was haben wir gesagt? Wir müssen zur Rezeption gehen, ne? Guten Morgen. Ich weiß, das hört sich etwas seltsam an, aber ich vermisse jetzt auch noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Ich behalte meinen Verdacht gegen Katharina Jordan besser erstmal für mich. In meiner Kabine. Und jetzt ist sie nicht mehr da? Merkwürdig. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Ihren Koffer habe ich übrigens bereits in Ihre Kabine gebracht. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Aber was haben Sie eigentlich mit dem anderen Koffer gemacht? Dem von William Patterson? Ich? Nichts? Haben Sie ihn denn nicht wieder abgeholt? Nein, denn der Koffer war nicht mehr da. Seltsam. Ich werde jedenfalls die Suche nach Ihrer Handtasche sofort in die Wege leiten. Enthielt sie etwas Wertvolles? Geld, Ausweis, Führerschein und einige sehr persönliche Dinge. Von dem üblichen Kram wie Schminkzeug mal abgesehen, alles Sachen, ohne die ich ziemlich aufgeschmissen bin. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles unternehmen, damit Sie Ihre Handtasche so schnell wie möglich zurückbekommen. Dankeschön. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Fassen wir zusammen. Jemand war in meiner Kabine. Ich wurde niedergeschlagen und man hat sowohl meine Handtasche als auch den Koffer von diesem verunglückten Typen geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Und welche Rolle spielt Katharina Jordan mit ihren Lügengeschichten? Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Die Frage ist jetzt nur... Ach so, genau, das Restaurant ist jetzt offen. Was läuft denn da? Ist das nicht dieser Typ, der schon seit Wochen durch die Medien geistert? Hört die Worte des Propheten Sandona. Der große Tag des Herrn ist nah. Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes. Ein Tag der Trübsal und der Angst. Ein Tag des Wetters und des Ungestüms. So sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind. Und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Doch für all jene, die reinen Herzens sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe. Denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hin fortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen, in eine neue Weltordnung, ein neues Reich Gottes! Lobet den Herrn! Preiset Puritas Cordis! Ja, ja, ist gut jetzt. Ich mach den Mist mal aus. Was ist denn das für eine Gestalt? Und wie seltsam veranlagt muss man sein, um so einer Sekte wie Puritas Cordis beizutreten? Denn seht, die Apokalypse ist nah und all jene werden im ewigen Höllenfeuer braten, die nicht sofort ihr gesamtes Geld auf unsere Schweizer Bankkonten überweisen. Ach, sowas regt mich echt auf. Ja, aber der Name kam mir ja schon bekannt vor. Das war ja, ja, der Titelname von diesem Spiel. Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Unten fehlt ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Da können wir nichts machen. Ich stell gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Können wir die mitnehmen? Wenn sie die eh. Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. Genau. Sie verdient diese Blumen. Ich kann aber die Vase jetzt nicht nehmen, ne? Nee, die kann ich nicht nehmen. Oh, aber ein Flaschenöffner. Okay, hier ist ein Aquarium, was ich mir aber nicht angucken kann, so wie es aussieht. Komm noch mal ein bisschen rüber. Nee. Nee, okay, zeigen Sie mir nichts an. Schade, ich dachte, vielleicht sagt sie da noch irgendwas zu oder so. Aber dann halt nicht. Das war es ja auch eigentlich schon, ne? Schade. Wir haben Rosen, wir haben einen Flaschenöffner mit dem wir vielleicht... Ja gut, die müssten wir eventuell jetzt noch nicht öffnen. Ach, sind die... Hoppala, sind die Decks jetzt auch frei? Ja. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Was ist das denn hier?
Tür, Treppe. Durch die Treppe bin ich ja gekommen, nehme ich mal an. Kann man da hochgehen? Nee, da geht sie nicht hin. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ja, vielleicht haben Sie ja meine Handtasche gesehen. Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Ja, der will dir wohl nicht helfen. Ist auch ansonsten nichts mehr, was wir anklicken können. Okay, dann gehen wir erstmal ins Unterdeck. Wo wir auch nicht viel machen können. Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Mhm. Ah, okay. Also wir können da Leute beobachten in den Kabinen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Wir sind 3, glaube ich, ne? Aber gut, man kann jetzt so auch nichts sehen. Hier ist auch nichts mehr. Ne, sind auch nur die 3. Gut. Ich weiß nicht, am Pool. Oh, am Pool, da liegt jemand. Ach, der Kleine. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Was ist denn das hier? Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? Ich dachte jetzt eigentlich, das sollte sowas wie Elvis Presley darstellen, aber okay. Das nehmen wir einfach mit, okay. Hat keiner was gesehen. Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Ja, brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag Ihnen, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... Wird es vorbei sein, genau. Ich sag Ihnen, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen. Wobei, beim letzten Satz hat er recht. Wenn die Erde uns nicht mehr will, dann sind wir wirklich garsch. Aber ich denke mal, die Erde ist sehr leidensfähig, auch wenn das irgendwie auch traurig ist. Und ja, Schlüsselkarten, Predigt. Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzen sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Und er steht dann wahrscheinlich, wenn die große Flut kommt, mittendrin und das Wasser teilt sich und er darf einfach hindurchgehen. Oh je. Schlüsselkarten. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja. Der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander.
Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wählen jahrelang merken. Aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant. Das sollte ich mir merken. Geht mir aber ähnlich, ehrlich gesagt. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Also, Gesichter kann ich mir schon merken, aber ja, Telefonnummern sind irgendwie einfacher zu merken, finde ich. Gerade bei den Leuten, die man nicht kennt. Können wir mit ihm nochmal reden? Hallo, Oskar. Oh, hallo, Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Aber dann frage ich mich doch, wenn sein Opa war es, glaube ich, wenn der fast gestorben wäre, weil er die Sachen versteckt hat, warum versteckt er dann meinen Koffer? Das kann doch auch sein, dass da meine Medikamente drin sind. Hallo? Ach, die Tussi. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Das ist so ein Ding, wo man die Tacos draus essen kann. Das habe ich schon mal gesehen. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Nein, Nina. Mit Frauen kann man sehr wohl Diskussionen führen. Auch sachliche. Aber mit solchen Waschweibern wie der Frau Jordan da, mit denen nicht. So, gucken wir mal, ob am Pool hier vorne noch was ist. Oh Gott, der Kerl schon wieder. Kann ich die einfach so... Brauche ich die vielleicht? Ich weiß es ja nicht, aber die steht da so schön. Für besonders empfindliche Haut. Die würde ich gern mitnehmen, hallo? Macht sie nicht. Schade. Durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund gehacktes. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Aber ich habe eine Idee. Jetzt, wo er gesagt hat, was stand denn da gerade? Moment, konnte man sich das angucken? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, schade. Jetzt, wo er das gesagt hat... Oh, Moment, das sind noch CDs und Zahnstocher.
Guck nicht so, die Zahnstocher sind ja wohl für alle. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als der Passagier ausgeben, dem er gehört. Ein Stapel mit CDs. Die scheinen hier wohl als moderne Untersetzer benutzt zu werden. Tja, auch die Bierdeckel müssen eben mit der Zeit gehen. Ja, wobei optisch finde ich es gar nicht mal so schlecht. Allerdings hat es natürlich ein Loch in der Mitte, ne? Also ob das viel Sinn macht, weiß ich nicht. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Mhm, aber Nina klaut sich trotzdem alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist, ne? Schauen wir mal eben. Nee, sonst haben wir nichts mehr, okay. So, können wir da eigentlich auch hingehen? Ich denke mal nicht, ne? Vielleicht später mal, wenn wirklich mal das Teil hier versinkt oder so, man weiß es ja nicht. Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Ah, okay. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Ja. Wo war das jetzt? Nee, Moment. Hier rum. Och, was steht der denn hier? Hallöchen. Er scheint auf etwas zu warten. Hallo und guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Mein Name ist Feng Li. Sehr erfreut. Nina Kalenko. Warten Sie auf etwas? Ja, auf meine Wäsche. Kommt die hier vorbei? Was? Ich meinte, verstehe ich nicht. Vermissen Sie jetzt auch Ihren Koffer? Nein, wieso sollte ich? Ich dachte, Sie warten auf Ihre Wäsche. Ja, aber was hat das mit meinem Koffer zu tun? Fragen ständig mit Gegenfragen zu beantworten, bringt uns vermutlich beide nicht wirklich weiter. Wir sollten nochmal von vorne anfangen. Naja, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten heißt normalerweise, dass jemand etwas verheimlichen will, weil er nicht direkt darauf antworten möchte. Sie warten also auf Ihre Wäsche? Ja, schon seit Ewigkeiten. Wie lange dauert das noch? Im Waschraum ist so eine Klingel an der Wand. Wenn die Ring macht, dann ist die Wäsche fertig. Oh, alles klar. Ich schließe dann mal mit den Worten des weisen Konfuzius. Der, der in Geduld sich üben kann, wird am Ende saubere Wäsche haben. Ich ahne jetzt Schlimmes. Müssen wir den da weglocken? Die Waschmaschine funktioniert anscheinend. Das Ding ist auch jetzt hier repariert. Ein Stück Stoff. Sauber und so gut wie neu. Okay, das können wir schon mal mitnehmen. Dann das, was ich ausprobieren möchte. Ich hoffe, es funktioniert. Hat das jetzt gemacht? Ich könnte diese Aktion jetzt böse kommentieren, aber ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch kommentiert werden. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Wir geben ihm die Seife jetzt zurück, beziehungsweise die Sonnencreme. Moment, das war hier. Und ich bin sowieso dafür, dass man hier mal schneller draufklicken kann. Schnell Reise reinmacht. Ich hätte hier was für Sie, für die perfekte Bräune. Damit tue ich vor allem mir einen Gefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen, noch seine dämlichen Sprüche anhören. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Ach ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir ja auch gleich noch den Rücken eincremen. Ich wusste... Ich muss weg. Puh, die Gefahr ist gebannt. Er hat sich selbst eingecremt. Das war mit Abstand die schlimmste Gefahr, der ich in den letzten Jahren ausgesetzt war.
Aber er hat seine Sonnenbrille liegen lassen. Vielleicht können wir die... Ich meine, irgendeinen Sinn und Zweck muss das ja haben. Okay, dann haben wir hier schon mal alles. Durchtrainiert, braun gebrannt. Ja, das haben wir schon mal. Da kann man aber nichts Neues angucken dennoch. Okay. Ja, ein bisschen seltsam ist es schon. Also wir haben jetzt diesen Trenchcoat, sag ich jetzt mal. Baseballkappe. Ach so. Oder sollen wir... Ich bleib lieber bei meinem aktuellen Outfit. Ich hätte mich sonst als den... oder Also ich habe jetzt einige Gedanken, die sich jetzt ehrlich gesagt alle so ein bisschen überschlagen. Kann es sein, dass mit dem Typen was passiert? Wir herausfinden müssen, was mit ihm passiert ist, beziehungsweise herausfinden müssen, was er uns eigentlich sagen wollte. Dann müssen wir uns vielleicht als er ausgeben und verkleiden. Das könnte ja sein. Also das ist gerade so viel, was mir im Kopf rumschwirrt. Warum haben wir eigentlich einen Flaschenöffner? Das ist auch noch die nächste Sache. Theoretischerweise könnten wir doch damit auch noch die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigentlichen Mahlzeit noch eine kleine Portion seiner Lieblingsspeise zu gönnen. Mhm. Tagelang danach vor allen Dingen. Ich dachte immer, dass man sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzt, aber okay. Der dient wohl eher Dekorationszwecken, denn als Rettungsring ist er viel zu klein. Naja, aber vielleicht kann er einen immerhin über Wasser halten, ne? Ich meine... Okay, aber warum haben wir jetzt Stoff bekommen? Warum haben wir die Blumen bekommen? Hat das überhaupt irgendeinen sinnvollen Vorteil? Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist ja auch, Tagebuch, seltsame Verabredung. Ja, das ist halt das letzte... Nee, die Rätselhilfe will ich nicht. Das... Oder müssen wir uns als sie ausgeben? Sie hat ja auch eine Sonnenbrille. Ah ja, ja, ja. Er hat ja gesagt, dass er sich Gesichter nicht merken kann. Genau. Ach, hier steht's auch. Vielleicht kann man ja eine ähnlich aussehende Verkleidung basteln und das schlechte Personengedächtnis des Barkeepers... Ah, nee, ich will hier raus. Moment. Kann ich das jetzt schon machen? Ich habe nämlich eine andere Idee. Ich denke mal, dass wir die eventuell... Ne, die können wir nicht kombinieren, die Sachen. Hm. Wohl die Zimmerschlüssel der Leute, die an Deck sind. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als... Ja, deswegen sollst du das Ganze ja kombinieren, Mädel. Einzelne Verunstaltungen anzulegen, halte ich für sinnlos. Wenn schon grauenvoll, dann bitte auch das komplette Paket. Würde ich ja gerne, aber ich darf sie ja nicht kombinieren. Das ist ja das Schlimme. Ich finde diesen weißen Bademantel einfach stinklangweilig. Und egal mit welch tollen Accessoires ich ihn ausstatte, daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. Hm. Probier mit hier. Auch nicht. Was hat das mit den Socken zu tun? Ich finde diesen ist ja gut. Aber irgendwie muss man das Ganze doch kombiniert kriegen. Also ich denke mal, dass das wirklich des Rätsels Lösung ist. Die Frage ist, können wir das jetzt schon machen? Oder sollen wir das eventuell erst machen, nachdem wir uns mit denen getroffen haben? Ah, Moment. An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs erträglich sein, an Baseballmützen aber definitiv nicht. Naja, was kommt drauf an? Weil sie hat ja auch hier diese Blumen da dran. Ich stelle gerade fest, dass ich Können wir auch nicht irgendwie miteinander kombinieren? Gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie die Zeit hier vergeht. Ah nee, ans Unterdeck wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Was hatte er jetzt gesagt? Ist er jetzt Kabine 4 oder 5? Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Nummer 5. Er ist aber auf jeden Fall nicht drin. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Okay. Ja, wenn mir jetzt nicht der Typ nochmal über den Weg läuft, was anscheinend nicht so ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit ihm mit der Wäsche ist. Die Klingel ist festgeschraubt. Hm.
Ja, jetzt könnte durchaus der richtige Zeitpunkt sein, mal wieder was zu zerstören. Ach, wirklich? Sie klingelte nur einen Sommer. Oh. Okay, die Klingel habe ich jetzt. Die Frage ist jetzt nur, bringt mir das was? Klingt krank und hat offenbar auch keinen übermäßig beeindruckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es etwas weniger krank und dafür lauter klingeln zu lassen. Etwas weniger krank und dafür lauter klingeln lassen. Das ist eine gute Frage. Wie machen wir das denn? Nicht mit den Sachen, die ich habe, nehme ich mal an. Nee, nicht mit den Sachen, die ich habe. Ja, aber ich sehe auch gerade, dass die Zeit grundsätzlich jetzt eigentlich auch schon wieder zu Ende ist. Ich will jetzt normalerweise nicht pro Folge über die halbe Stunde drüber kommen. Schau hier nur noch mal eben. Kann man das jetzt wieder benutzen? Nein, ich habe sie kaputt gemacht und dann muss man auch mal konsequent sein und sie kaputt lassen. Ach so, oder man kann die oben hinstellen. Das können wir eventuell noch mal kurz ausprobieren. Da, wo die Klingel war, fehlt die komplette Mechanik. Eine Glocke allein hilft mir hier auch nicht weiter. Auch nicht mit dem Mikrofon? Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe. Ja gut. Okay, dann, nein, nicht bewegen. Ich wollte hier nur mal kurz reingehen. Ja, da müssen wir uns eventuell irgendwie was basteln oder so. Oder wir müssen gucken, dass wir das Ganze lauter kriegen. Ich habe absolut keine Ahnung im Moment. Aber wie gesagt, also die Folge ist jetzt schon lang genug. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich habe ehrlich gesagt im Moment noch absolut keinen Plan, was wir machen sollen. Aber ich gehe nochmal durch die Räume durch, gucke mir nochmal was an, ob wir eventuell noch was anderes hinbekommen. Den Flaschenöffner hatten wir zwar gerade schon. Ne, mit den Bolzen können wir ihn leider auch nicht benutzen. Okay, war jetzt so eine spontane Idee von mir, aber die war anscheinend nicht so gut. Ich sag mal einfach, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.